Jo Leute, was geht? Willkommen zur nächsten Folge Klümunity. Und ich würde sagen, wir quatschen auch gar nicht so lange drum. Wir lösen heute die Frage auf, welches Merch-Motiv gewonnen hat. Und wir kommen direkt zur ersten Frage. Klüms coole Kommentare. Die erste Frage kommt von Timor Meusel und er fragt, würdest du lieber bei Gomme oder Zinus einziehen? Ganz klar, bei Zinus. Oh! Guten Abend, Leute. Was geht ab, Zinus? Hallo. Hi, willkommen. Wie geht's dir? Schön, dass ich in der Show sein darf. Guten Tag. Also wirklich. Ne? Wie findest du mein Studio? Sehr professionell. Sehr professionelles Studio. Ja. Was sagst du hier zur professionellen Einrichtung, die Zuschauer nicht sehen? Sehr, sehr gut. Ist professionell, oder? Ja, ist professionell. Also auf einer Skala von 1 bis 10, wie professionell ungefähr? 20. Ich bin bei dir. Du bist bei mir. Warum? Wir haben uns ein paar Sachen angeguckt. Was haben wir uns angeguckt? Eine Wohnung. Und sonst noch ein paar Sachen. Nee, aber jetzt mal ganz ohne Flagge, da kommen wir später noch zu. Ich würde sagen, wir gucken erstens die Kommentare an, ja? Dann quatschen wir ein bisschen über unsere WG. Dann gucken wir uns die Bilder an. Dann lösen wir zusammen das Merch-Ding auf, ne? Ja. Gute Idee? Super. Bist du dabei? Super Laden hier. Super Laden. Er macht hier einen Cut, Leute. So, die zweite Frage kommt von Sam Gary und er fragt, auch wenn ich die Effekte vermisst habe, coole Folge. Er meint die Effekte von letzter Folge, denn da habe ich die vergessen beim Schnitt, weil ich irgendwann montags habe ich die aufgenommen. Die musste flott kommen, es tut mir leid. So, kommen wir direkt mal zur nächsten Frage und die ist von Janis Moller und er fragt ganz kurz mal eine Frage. Kannst du mal einen Server machen, wo alle deine Films drauf können? Denn da können wir mal was mit dir bauen. PS, mach weiter geile Videos. Vielen Dank. Wahrscheinlich ein Server für Föhns ist eher nicht so. Benutzt du einen Föhn, Sinus, für deine Haare? Ich benutze einen Föhn, ja. Aber ich weiß nicht, was das auf dem Server machen soll. Ich weiß auch nicht, warum man einen Server für Föhns macht. Falls du einen Server für Fans meinst, da kann ich nichts zu sagen. Aber das wäre ja cool, wenn man da was machen würde, oder? Wäre richtig cool, wenn man da was das machen würde. Also, wär also, sowas, also, wär das wäre total überraschend. Also, CCC, Klims cooler. Ja. Also, da sage ich jetzt gar nichts mehr zu, sonst kriege ich Haue. Okay, dann zur nächsten Frage. Und zwar von Läufig. Kannst du mal eine Roomtour maken? Kann ich das, Zinus? Willst du vielleicht eine Roomtour? Du machst eine Roomtour von mir und ich mache eine bei dir. Ja, zukünftig dann. Ich habe eine gemacht, die kannst du dir angucken, die ist schon ein bisschen älter. Das ist das erste Video, das ich mich gezeigt habe. Einfach mal Klim Roomtour googeln. Mhm. Es hat sich ein bisschen was getan an meinem Setup, aber wir ziehen eh bald um. Mehr dazu später. Da machen wir natürlich eine WG-Tour. Ja, da machen wir auch Vlogs und so weiter. Ja. Dann vom The Anime Lord. Grüße hier raus an dich, Nick. Übrigens, alle mal auf seinen Kanal gehen abonnieren. Der ist nämlich, wer sich für Anime und Manga interessiert, auf jeden Fall abonnieren. Das ist ein guter Kumpel von mir. Danke, Klim. Coole Sache, das mit den Motiven. Ja, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Es haben einige in die Kommentare geschrieben, dass sie das mit den Motiven cool finden. Das Thema. Richtig geil, es gibt auch richtig geile Motive. Also ich finde die Motive richtig klasse, also auch das Format super gut, auf jeden Fall. Ich zeige dir gleich auch noch das Gewinnermotiv, dann kannst du noch was dazu sagen noch. Ja. So, dann die nächste Frage und zwar von Proteus, Klim, Zinus und Sirlo. Alles coole YouTuber, ich freue mich schon mega auf eure WG, Smiley. Ich freue mich auch. Wir uns auch und das war's schon, das war der letzte Kommentar und jetzt quatschen wir so ein bisschen über die WG. Wir haben, du hast einen Instagram-Livestream gemacht, kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Mach ich jetzt öfter. Macht er öfter und da macht er so FAQ. Mäßig Sachen. Das mache ich demnächst vielleicht auch mal. Das ist eine coole Sache. Aber wir machen das auf jeden Fall, wenn wir in der WG wohnen, auch mal zusammen. Morgens früh am Frühstückstisch einfach mal so einen guten Morgenstream, so weißt du. Ja. Tatsache ist, dass wir alle drei zusammenziehen wollen. Und wenn das alles klappt, wohnen wir im Juli schon zusammen. Das ist das große Ziel, ja. Das ist das große Ziel. Noch ein bisschen Arbeit, aber es ja, wir haben übel viel Arbeit vor uns. Und da könnt ihr auch direkt mal in die Kommentare schreiben. Wollt ihr, dass wir die Arbeit, die wir machen, wie streichen, wie Möbel raussuchen, wie Zimmer aufbauen? Wollt Möbel ihr das, aufbauen. Möbel so aufbauen. Weiter, ja. Zimmer aufbauen, wollt ihr natürlich, das? Aber Wir können Zimmer, ziehen das Postman Zimmer auf. Korrekt, ja. Danke, Mann. Möbel aufbauen und sowas auf jeden Fall. Super gut. Ja. Wenn ihr was wollt, dass wir das zeigen auf unseren Kanälen, so vlogmäßig, schreibt es auf jeden Fall da unten in die Kommentare. Wo soll man das hinschreiben? Das ist auch was? Hier. Ah, hier. Na, hier. Ja, hier. Da unten. Ja. Wohin in die? Kommentare. Wir wollen auch, wenn wir umgezogen sind, viele Streams machen aus der Wohnung. Wir wollen wirklich so YouTube-WG. Und das wollen wir. Wir machen wahrscheinlich keinen extra Kanal dafür auf, aber wir machen das auf unseren Kanälen immer mal so YouTube-WG-mäßig und dann machen wir auch coole Streams zusammen. Auch im Wohnzimmer wollen wir dann so Kameras hinstellen und so weiter und so fort. Das wird ziemlich, ziemlich cool, glaube ich. Das macht auch ziemlich viel Bock dann einfach. Und ich denke auch, wenn wir dann Abo-Stufen wie Klim jetzt 100.000, ich 150.000 und so, dann wird es immer richtig fette Events auch geben. Zum Beispiel. Ich habe es ja schon angekündigt. Ja. Bei 100.000 gibt es von mir einen 48-Stunden-Stream. Und ich denke, das wird halt richtig geil, wenn wir da in der WG auch sind. Also ich hoffe natürlich, du schaffst die vorher, aber dann machen wir es trotzdem in der WG oder machen dann auch nochmal 48-Stunden-Stream. Ich denke, da haben wir echt geile Möglichkeiten und wir planen auch wirklich coole Sachen. Also wir planen auch neue Formate, neue Projekte. Wir beide planen sogar einen neuen Kanal. Aber neuen Kanal ist noch komplett geheim aktuell und wir haben einfach so viele Möglichkeiten auch durch
dass wir zusammenziehen und so weiter, neue Räume haben und so, ja, können wir richtig geil. Wir können auch unsere eigenen Studios da quasi, ja, aufbauen, aber da brauchen wir auch eure Hilfe teilweise für. Auf jeden Fall. Aber ja, da kommen wir dann noch zu. Ja. Und dann kommen wir zur besten Kategorie des Jahres. Fahrt! Fanart. Lustig, oder? Fahrt? Ja. Ist cool, nicht gut. Das ist gut, ja. Auf dem Discord-Server, discord.gg/klüm von 9 Inch. Und er hat ein Bild gemalt und er schreibt zu Klüm mit Helm und Speer, in Klammern in unsäulicher Qualität. Das seht ihr jetzt nicht, ihr seht nur das Bild. Und ich finde das Bild ziemlich cool. Was sagst du zu diesem Bild, Sinus? Mega gut gezeichnet, ich könnte das niemals so gut hinbekommen. Also ist echt gut gemacht. Wünschst du dir auch so ein Bild von dir? Ja, auf jeden Fall. So ein Zyklopen, Sinus? Das Ding ist halt, ist das an Empire angelehnt? Ja. Ich denke schon, ne? Ja klar, das ist schwer. Sieht mega gut aus. Also gefällt mir sehr gut. Es sieht besser als, auf dem Server. Ja, ganz ehrlich, dieser Schriftzug, den würde ich mir auch auf T-Shirt lassen. Ja, der sieht echt gut aus, ja. Finde ich auch der super. Ist richtig. Mhm. Ja. Also schick mir den Schriftzug am besten mal so zu. Nein, aber ey, wirklich cool. Und als nächstes, ne, Zyklopen mal. Das nächste Fanart kommt von Marcel Schmitz und er schreibt: Ein neues Fanart aus Empire für The Klüm, Sinus und Gomme. Und du bist hier, das passt eigentlich, ja, ganz gut. Ja, das ist mega geil. Sorry, Gomme, für dein Gesicht. Ich wollte dich verschwört aussehen lassen. Also ich finde das mega cool. So, also ich stehe da hinten und komme, spreizt du die Beine. Ah, ich kenne die Szene aus der Folge. Ja, ne? Das dauert die Beine so immer so. Ja, genau, wo du gesagt hast, das sieht richtig witzig aus. Das, ne? Ist ja. Mega krass. Alter, geil. Ich finde das richtig cool, wenn man so Szenen aus Folgen so, ja, so zeichnet. Finde ich mega heftig, mega geil gemacht. Ja, Spaß. Also hier, komme, spreiz deine Beine und er sagt nur Hilfe. Alter, was macht ihr so? Hab ich, glaube echt auch gesagt so. Ja, hast du wirklich gesagt, ja. War gut. Vielen Dank dafür, auf jeden Fall. Mega lustig. Und das nächste Fanart ist wieder für uns beide. Da habe ich so ein bisschen drauf geguckt, dass wir auch Fanarts für uns beide bekommen. Und das ist von der Kati und sie schreibt: At the Klüm, at Sinus, ist nicht so gut geworden. What the fuck? Aber ich habe mir Mühe gegeben und da muss ich direkt mal sagen, halt den Schnauze, weil das sieht ziemlich cool aus. Sowas würde ich mir auch locker auf ein Bild machen und aufhängen, weil das so, ja, geil aussieht, ne? Ja. Also es sieht richtig cool aus. Also ich denke mal, wir werden, wenn wir in die WG ziehen, ein Postfach einrichten für uns, dass sie uns so Sachen zuschicken können, genau, dann hängen wir uns das ins Studio oder, ne, oder allem, ja, irgendwo, irgendwo, wo es halt passt, hängen, ja, wir das auf. Das, also cool. Sowas finde ich mega heftig geil. Ja. Also wirklich, also super. Auf jeden Fall ein Herz und also. Oh, das ist ja okay. Und dann haben wir auch schon den Gewinner des Merch-Contests. Dazu muss ich gleich noch ein paar Infos sagen. Aber erstmal, es war ziemlich knapp. Hier sind die Umfrageergebnisse, oder ihr seht sie schon. Und Robse hat mit 442 Stimmen knapp vor Mini-Drache mit 425 Stimmen gewonnen. Lia war ein bisschen weiter da hinten mit 260 Stimmen, aber alle drei, und das haben auch noch sehr viele Leute in den Kommentaren gesagt, haben wirklich super schöne Designs abgeliefert. Und ja, ich sag nicht, welches ich persönlich am besten fand, das sag ich jetzt nicht, aber das hier ist das Gewinnermotiv und das wird es demnächst auf T-Shirts geben. Vielleicht erst beim nächsten Community, vielleicht schon vorher im Shop. Aber ich werde es im nächsten Community auf jeden Fall mal zeigen. Und Robse, du bekommst noch dein T-Shirt geschickt. Sag mir mal im Discord Bescheid, du bist ja auch am Start. Dann bekommst du auf jeden Fall ein T-Shirt in Farbe deiner Wahl zugeschickt mit dem Motiv. Auf jeden Fall sehr, sehr coole Sache. Mega. Tja, Leute, das war's wieder mit der heutigen Folge von Community! Nein, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das machen wir demnächst mal öfter so zusammen. Ey, wenn wir eine WG haben, können wir so eine Show öfter machen mal, ne? Auf jeden Fall. Ja, nicht nur Community, sondern auch die. Dann machen wir eine eigene Show. Ja, Sinus und Klimnus. Klimnus. Oder Zilem. Zilem. Hat jemand mal in die Kommentare geschrieben, Zilem oder sowas. Finde ich eigentlich ganz lustig. Das war's mit dieser Folge von Community. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Community wieder. Checkt auf jeden Fall das Zyklöbchen da aus, der in echt gar kein Zyklop ist. Ich habe 2 Augen. 2. Man denkt es kaum. Tschüss. Das war komisch.